Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich wieder für euch den Bier-Adventskalender und heute öffnen wir Türchen Nummer 18. Ja, wir rücken immer näher zum Heiligabend. Ja, das 18. Türchen könnt ihr nicht so genau sehen, weil es ist hier. Hier, das ist es. Ich kann auch nichts drehen oder sonstiges, tut mir echt leid. Aber ich öffne es und dann seht ihr ja, was ich drin habe. Ich bin mal gespannt. Es ist eine orangene Dose. Oh. So, wir haben hier Mecklenburger Pilsner. 5% Alkohol. Ja, mehr steht hier auch gar nicht drauf, also Premium Pilsner. Die Dose ist, ja, so ein bisschen rot, orange. Ja. Hergestellt aus Dargun, Mecklenburg-Vorpommern. Die Dosenboden, ja, mal gucken, ob die überhaupt noch 18.07.19. Ja. Oder ne, Quatsch, hier ist es, glaube ich. 18.07.2020. Also ein Jahr haltbar ist die Dose. Weiß gar nicht, was stand denn auf der anderen drauf? Kann ich nicht mehr lesen, richtig? 25. Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. Ja, dann probieren wir mal das gute Ding. Mal gucken, wie das schmeckt. Also gestern hatte ich ja Export. Das war ja, ja, nicht so mein Fall. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Ja. Man kann es trinken. Ich glaube, wenn es richtig kühl wäre, dann wäre es optimal. Im Moment habe ich. Es ist nicht warm, es ist auch nicht kalt. Es ist irgendwie so mittendrin. Aber es ist okay. Also besser wie gestern das Bier. Ja. So, das war das 18. Türchen des Bier-Adventskalenders. Ja. Da haben wir nur noch 6 Tage. Ja, da haben wir es geschafft. Dann würde ich mal sagen, schaut mal noch bei Stürmi in OP vorbei. Da gibt es den Match Attacks Adventskalender. Ja, da werden die Videos leider nicht so geschaut. Das ist, ja, egal. Ist halt wegen der Arbeit ein bisschen traurig, aber verkraftbar. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen zum 19. Türchen. 19. Türchen? Ah, das seht ihr auch nicht. Das ist hier ganz unten in der Ecke. Ja, dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen und auf Wiedersehen.